Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Umfrage hier auf Tendo TV. Die Vögel zirpsen es schon von den Dächern, ich hoffe ihr hört das. Die E3 steht vor der Tür und das bedeutet natürlich, dass für uns Gamer momentan eigentlich die spannendste Zeit des Jahres ist. Denn auch wenn die Messe ja in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, können wir uns immer noch auf jede Menge neue Infos zu bereits angekündigten Spielen und natürlich auch auf zahlreiche Neuankündigungen freuen. Und deswegen haben wir uns gedacht, fragen wir euch doch einfach mal, was wollt ihr auf der E3 2014 sehen? Dabei meinen wir natürlich jetzt nicht so Sachen wie Miyamoto rutscht auf einer Bananenschale aus und landet in einem Planschbecken, sondern Spiele. Was für Spiele wollt ihr auf der E3 2014 sehen? Dabei ist es aber vollkommen egal, ob das Spiel bereits angekündigt ist, wie zum Beispiel ein X oder ein Hyrule Warriors, oder ob es eben Spiele sind, die nicht angekündigt sind und die ihr euch einfach nur wünscht. Sowas wie ein neues Star Fox, ein neues F-Zero, Wave Race, Metroid, Pokémon Snap, was weiß ich, was ihr eben gerne sehen wollt. Wichtig ist dabei allerdings auch, dass ihr uns dazu schreibt, für welche Plattform ihr das Ganze haben möchtet. Denn je nach Spieleserie oder je nach Spiel macht das durchaus einen Unterschied. Also es gibt Spiele, da wissen wir schon, okay, da kommt ein Teil für die Wii U, das ist sehr wahrscheinlich, aber 3DS? Von daher schreibt uns auf jeden Fall dazu, ob ihr das Ganze für die Wii U und für den 3DS haben wollt. Ja, damit ist fast schon alles gesagt. Ihr könnt 5 Spiele nennen. Schreibt sie mir in die Kommentare. Natürlich gilt wie immer, schön dazu schreiben, 1., 2., 3., 4., 5., damit auch wirklich eindeutig ist, welcher Platz das ist. Und der 5. Platz bekommt wie immer einen Punkt und der 1. eben 5. Und dazwischen, das könnt ihr euch, glaube ich, denken. Ich halte euch für intelligent genug. Ich bin nicht wie Nintendo, die jetzt viel rufen würden, um euch das ganz genau zu erklären. Ja, das war's im Grunde schon. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr auf der E3 sehen wollt und wir basteln daraus ein nettes Video, eine nette Top 10. Und ja, schreibt's in die Kommentare. Ich bin gespannt, was dabei so rumkommt. Das war's, macht's gut. Ach ja, fast vergessen. Zeit habt ihr bis zum kommenden Sonntag, dem 25. Mai müsste das sein, passend zur Europawahl. Bis dahin könnt ihr abstimmen, danach zehrt sich das Ganze aus und dann wird es das Ergebnis vielleicht schon nächste Woche geben. Ansonsten spätestens, also auf jeden Fall rechtzeitig vor der E3, so viel steht fest. Das war's, macht's gut, bis dann und viel Spaß beim Grübeln, was ihr denn am liebsten sehen wollt. Ach ja, noch eine Sache, die ich vergessen habe, und das kam vielleicht eben mit Wii U oder 3DS auch ein bisschen falsch rüber. Ihr könnt auch Spiele nennen, die nicht für Nintendo-Konsolen erscheinen werden, wie jetzt zum Beispiel Metal Gear Solid Phantom Pain oder so. Ja, damit ist jetzt aber wirklich alles gesagt. Macht's gut, bis dann. Ich bin gespannt, wie ihr abstimmt. Ciao.